Ja, heute sieht der Park so aus. Leider ist er sehr dreckig. Auch hier wurde gefeiert. Die haben ihre Flaschen nicht weggeworfen. Das Papier einfach hier stehen gelassen. Naja, das ist schon Standard bei den meisten Skateparks. Und heute kann ich hier auch nicht skaten, weil hier einfach alles gefroren ist. Der ganze Park ist nass. Überall liegen Blätter, Laub. Und hier war überall Zaun. Das war ja alles abgesperrt. Und die Leute von der Stadt Aachen haben mir gesagt, dass hier alles renoviert wird. Aber ich sehe hier nichts. Sehr wahrscheinlich haben die das hier abgesperrt, weil die Bäume dort hinten gefällt haben. Also drei Bäume sind weg. Ein paar Äste sind abgeschnitten worden. Vielleicht wird der Park ja noch renoviert. Aber so einen Aufwand zu machen mit den ganzen Zäunen drumherum, für ein paar Bäume wegzumachen und ein paar Äste. Ja, Wodkaflaschen, Bierflaschen, Bierflaschen, Glas. Alles Mögliche liegt hier rum. Pizzakartons, kaputte Skateboards, Flaschen. Ah, die Leute können doch in ihren Parks feiern, aber räumt das doch bitte weg. Dort hinten ist ein Mülleimer. Einfach da reinwerfen. So kann sich keiner hier verletzen. Oder hier auch Zeitungen verteilt. Der Mülleimer wurde auch schon hier runtergekickt aus der Befestigung. Hier würde der ganze Müll locker reinpassen, aber nein, der muss ja hier im Park liegen. Danke, ihr Rabauken. Bloß nicht so ein Laub überfahren im Winter. Wenn du im Winter im Skatepark bist, der ist trocken. Meistens morgens ist der Laub noch gefroren. Sobald du drüber fährst, ist das sehr rutschig. Und du kannst dich natürlich hinlegen. Ja, das war's vom Video. Einfach ein kleines Update vom Candy Park in Aachen. Ja, der Zaun war hier, sollte renoviert werden, wurde es aber nicht. Wir müssen abwarten, wann das beginnt oder wann es gemacht wird. Ja, und heute ist der Park einfach viel zu dreckig, zu nass und alles ist eingefroren. Deswegen einfach ein kleines Update für euch. Bis zum nächsten Video. Vergisst nicht, don't wait, go skate. Und vergisst nicht, räumt euren Müll weg an den Skatepark, wo du bist. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.